Du bist genug. Ja, du bist genug. In Zeiten von Instagram und Facebook ist es so leicht, unzufrieden zu sein, zu schauen, was haben die anderen, was haben sie Materielles, wo sind sie? Und sich damit zu vergleichen ist so einfach und gleichzeitig macht es das eigene Leben so schwer. Bevor man ins Bett geht abends, sollte man nicht in Instagram und Facebook schauen, weil ansonsten kommt jedes Mal diese Unzufriedenheit. Und es ist mittlerweile in Studien bewiesen, also haltet euch davon fern, das zu tun. Geht in diese Selbstreflexion. Ich bin mir ganz arg sicher, dass du so toll bist. Und du brauchst nicht mehr. Du bist schon genug. Ja, du kannst größere Ziele haben, aber die sind für den nächsten Tag, für den nächsten Monat, fürs nächste Jahr. Aber wenn ihr heute nicht zufrieden seid, wenn du heute nicht zufrieden bist mit dem, was du bist, mit dem, wer du bist, was macht es dich dann zu glauben, dass du denkst, morgen mit einer Veränderung von materiellen Umständen bist du glücklicher? Du wirst es nicht sein. Du wirst dann wieder ein Ziel haben, wo du sagst, oh, das möchte ich haben, dann bin ich glücklicher. Oh, das will ich haben, dann bin ich glücklicher. Oh, da möchte ich hin, dann bin ich glücklicher. Schaut mal zurück, wo ihr schon gewesen seid. Da hattet ihr viel weniger, als ihr jetzt habt. Das heißt, wenn ihr weitergeht, habt ihr mehr, als ihr jetzt habt. Die Frage ist, wie glücklich ihr seid. Geht in euch selber, lasst euch von niemand irgendeine Geschichte erzählen. Nicht von euren Eltern, nicht von euren Freunden und auch ganz wichtig, nicht von euch selber. Seid euch bewusst, wie wunderbar ihr seid. Ihr seid genug. Also geht raus, startet den Tag voller Energie, liebt und lebt euer Leben. Euer Oliver.